grundsätzlich in die Menschenhandelsrichtung zu gehen, finde ich gut. Ich verkaufe meinen Körper. Zack! Nase gebrochen. Veganer sind intolerant. Ich stehe auf. Füße. Du kannst. Wir machen weiter mit Watts. Das ist sozusagen ein Spiel, wo hier ein Satz steht, den man bei Google eingeben kann. Also warum gibt es immer noch? Dann würde ja Google Auto vervollständigen. Warum gibt es immer noch? Und schlägt dir so ein paar Sachen vor. Was schlägt Google vor? Das ist die Frage. Okay. Also jetzt nicht googeln. Okay. Wie alt wurde Hitler, Jesus, Hitler? Hitler? Scheiße, Mann. Was hältst du von Michael Jacker? Jackson. Ja, komm, gib ihm. Das ist falsch. Versuch mal, wie alt wurde der älteste Mensch? Der älteste Typing. Mensch. Ich bin Gott. Du bist Gott. Ich bin Google. Krass. Ey, aber das kann ich mir vorstellen, dass das eine Sache ist, wo so richtig viele Menschen so denken, so, ja, wie alt wurde eigentlich Alter, der älteste Mensch der Welt? Trotzdem, du bist für mich ab jetzt so Mindfreak. Wenn du was sagst, ist es richtig. Deutsche Mentalist. So soll ich Jesus mal eingeben? Ja. Jesus ist Platz 2. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich dich aber wegen allen Sachen fragen. Du bist jetzt mein Mentalist. Okay, wir haben's. Wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal. Wir machen das so. So, was ist mit Mozart? Mozart? Oha. Mhm. Mozart? Oha. Dann Einstein, I guess. Einstein? Leider nicht. Die älteste Katze, Sissy, Elvis Presley, Albert Einstein. Das nervt natürlich. Das ist halt Abfuck. Ja. So. Okay, ich habe eine Frage an dich, okay? Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, für immer zu leben, also beispielsweise so Vampir-Type-Shit, aber du kannst niemand anderen beißen außer dir. Ja, ja, ich bin alleine Vampir-Style für immer. Würdest du das machen? Kann ich mich irgendwann umbringen, wenn ich will? Ich glaube safe, dass es irgendeine Möglichkeit gibt. Dann ja. Ich würde das so safe machen. Ja. Also klar, es ist ultra sad mit Familie etc. so, aber allein der Gedanke daran, so zu wissen, was in 200 Jahren ist, so allein einfach als Joke, so wie entwickelt sich die Menschheit weiter, so ich würde das so gerne wissen. Ich finde es grundsätzlich super unangenehm, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Also ich habe gar keinen Bock auf Sterben, gar nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Sollen wir einfach weiterspielen, es zieht mich so runter, dieses Thema. Okay. Okay. Raten, warum gibt es immer noch Corona? Corona. So, ist falsch. Wir haben noch zwei Versuche. Krebs. Krebs. Oder sollen wir mal ganz abstrakt gehen und Krieg eingeben? Ja. Krieg. Warum gibt es immer noch keine PS5? Impfgegner, Kinderarbeit, Kriege. Wir waren richtig, nur Plural hätten wir gebraucht. Schön, dass keine PS5 auf Platz 1 ist. Und das sind so die Menschenleiden, die uns 2022 hören. Ich habe keine PS5. Warum? Ich habe auch keine PS5. Scheiß mal auf Menschenhandel. Das ist anscheinend... gibt andere Prioritäten. Weiter geht's. Mehr Gas geben. Ich stehe auf. Füße. Füße? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich hätte jetzt auch gedacht, so safe Füße. Männer! Sind wir so schlecht? Meine Schwester. Meine Schwester. Es ist falsch. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe auf dich. Ich stehe auf dem Schlauch Englisch. Ich stehe auf Bergbauernbuam. Was? The fuck? Naja. Wo bekommt man? Drogen, Crack. Heroin. Kinder. Grundsätzlich in die Menschenhandelsrichtung zu gehen, finde ich gut. Mhm. Koks. Bitcoin finde ich strong. Bitcoin. Bitcoin ist krank. Wo? Weil keiner weiß, wie man Bitcoin kriegt. Bitcoin. Ist leider falsch. Leute. Eine PS5. Wir haben nur noch zwei Versuche. Ich will jetzt vorsichtig sein. Wo bekommt man Impfung? Wo bekommt man Corona? Ja, irgendwas? Ein Impfer. Ja, Impfung, Corona. Wo bekommt man... Scheiße. Die Lösung ist ja wohl nicht schwer. Aber wo bekommt man diesen ganzen Stuff denn jetzt her? Einfach auf spark.store für den erhabensten Drang. Freunde. Wo bekommt man Freunde? Sad. Alter, aber come on, aber das ist alles so lang. Wo bekommt man Covid-19-Impfstoff? Einen Impfpass. Junge, okay, verkaufe meinen. Ich glaube, Leute geben das ein, weil sie irgendwas wirklich so eBay-mäßig verkaufen. Also ich verkaufe meinen Herd, ich verkaufe meinen Hund. Das ist so eine Geschichte. Leute schreiben Körper, aber meint ihr wirklich, dass Leute schreiben... Weil das ein Liedtext ist. Ich verkaufe meinen Körper. Ja? Probier's. Es ist richtig. Das ist so ein Malle-Banger. Da bist du strong drin. Okay, ich verstehe. Nee, geht so. Aber sometimes, sorry. Hund kann ich mir vorstellen. Lass uns mal Hund machen.
Oha, oha, Hund ist richtig. Nein. Scheiß doch mal auf die Hunde, wir sind gut. Okay, wir müssen in dem Körper- und Hunde-Mindset bleiben. Ja, du musst dich trennen von dem, was wir eingeben. Okay, okay. Ja. Fernseher? Ja, okay. Nee, Fernseher. Das ist zu easy. Leider falsch. Fernseher ist leider falsch. PC vielleicht? Oh, PC ist richtig. Damn, we got it. We got it. Wollen wir Fortnite-Account machen? Einfach für einen Joke. Fortnite. Alter. leider falsch. Ich verkaufe meinen Bruder. Ist auch falsch. Ich verkaufe meinen Henner. Was ist denn ein Henner? Ich verkaufe meinen Katzer, meinen Mann, meinen Körper, Lyrics. Ich verkaufe meinen Günther. Das ist ja absolut rigged. Ralle ich nicht. In die Nase. Rein. In die Nase rein. Oh, sehr gut. In die Nase stecken. Scheiße, sorry, sorry. In die Nase schauen. In die Nase schauen. Auch falsch. In die Nase ziehen. Leider nicht. Pusten gefährlich. Bohren. In die Nase bohren. Das ist doch nicht mal grammatikalisch richtig. Das heißt doch in der Nase bohren, nicht in die Nase bohren. Ja, Mann. In die Nase bohren. Bester. Jetzt überlegen wir mal. Freund. Bester Freund. Finde ich gut. Was? Hä? Okay, bester Fußballer. Fußballer. Auch falsch. Fußballspieler. Auch falsch. Bester Fernseher 2001. Wie soll man denn darauf kommen? Entschuldigung. 2001. Bester Kaffee, bester Akkustaubsauger, bester Pizzateig. Wie soll ich denn darauf kommen? So, Veganer sind. Ja, wir müssen so, das kriegen wir doch hin. Wir beide sind prädestiniert dafür, dass wir sagen, was Veganer sind. Veganer sind nervig. Aufdringlich. Ja. Veganer sind krank. Unterernährt. Intolerant. Was ist mit intolerant? Aber sie sind ja eigentlich eher andersrum, oder? Nee, ich meine so intolerant, so Fleischessern gegenüber. So, ihr seid so intolerant, ihr akzeptiert nicht, dass ich auch einfach mal Tiere töten will. Ist doch mein Essen nicht das Essen. Genau, du kannst. So oft hat das so Boomer-Vibes. Intolerant! Veganer sind intolerant. Guck, Nova, du musst doch auch einfach mal, du musst die Kritik einfach mal annehmen. Ja, und mir war's mit Recht. Leute, die gegen Impfgegner sind, sind einfach intolerant. Also einfach mal auch Pluralismus walten lassen und verschiedene Meinungen. Wir dürfen die Gesellschaft nicht spalten und einfach mal alle Leute machen lassen. Ja. Das ist meistens das, was die Leute sagen, die auf der falschen Seite stehen. Die sagen so, können wir uns nicht alle in Ruhe lassen? So? Nee, bitte. Mhm. Veganer sind besser im Bett schreiben, Leute. Ja, hab ich auch gesehen. Ich glaube, das ist wirklich so. Also es ist ja wirklich bewiesen so, aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass ist das... Ist es bewiesen so, dass Veganer besser im Bett sind? Ja. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Ah. That is the reason. Ich wundere mich schon. Heute lieber mal ein Stück Käse essen, ne? Weil ist wieder zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. Veganer sind vegan, schreibt jemand. Nee, ist falsch. Veganer sind vegan, ist falsch. Wenn Intoleranz schon Platz 1 ist, dann Alter. Aggressiv. Aggressiv. Oha, Alter Nova, das ist eine gute Runde. Wir sind richtig, richtig gut am Start. Ja. Ich finde nach wie vor anstrengend gut. Anstrengend. Anstrengend ist richtig. Guck mal, intolerant, aggressiv und anstrengend. Es sind drei negative und eine positive Sache bisher im Bett. Veganer sind extrem. Extrem. Ist falsch. Scheiße. Was ist mit was Positivem? Gesünder? Oh, oh, oh. Ja. Nova, ja, Nova. Ja. Vielleicht dieses Dünn-Ding auch. Also Veganer sind dünn. Scheiße. Extremisten! Nein. Alter, das ist so krass. Platz 3 ist, Veganer sind oft aggressiv. Und Platz 4 ist, Veganer sind aggressiv. So aggressiv sind Veganer, dass zwei Stück in den Top 4 drin sind mit aggressiv. Leute googeln, Veganer sind aggressiv. Ja. Wir machen das Unaggressivste, basically. Wenn du in einem Raum bist und da ist jemand, der hat gerade so seinen schönen Mad-Eagle am Start, dann gibst du aber schon eine Kopfnuss. Also so kenne ich dich. Direkt kommen. Direkt Ärmel hoch und dann aber auch ohne Gnade und auch ohne Reden, einfach. Entschuldigung, ist das ihr Matt Eagle hier? Kurze Unterbrechung, ist das etwa ihr? Essen die gerade Matt? Zack! Nase gebrochen! Mit was mit Recht, ne? Ich finde auch, das ist dann mit Recht. Also ja. Aber ist weiter geht's. Schon. Ich finde, wir haben hier einen guten Job gemacht. Wir haben einen Grind. Ja. Weiter geht's. Grüße an. Grüße an den Chat. Nein. Grüße an meine Mama. Grüße an deine Mutter. Stark, confident. Confident, ja. Richte mal deiner Mutter liebe Grüße aus. Geile. Oh, Leute schreiben wieder Sprachen. Grüße an Französisch, Grüße an Englisch. Smart. Ja. Sollen wir mal Englisch? Grüße an Englisch. Ist richtig. Grüße an Französisch. Ist leider nicht dabei. Spanisch. Spanisch. Auch nicht dabei. Scheiße, Mann. Jetzt nur noch Weißrussisch.
auch nicht dabei gewesen. Ja, oh nee. Ja, Nova, wir sind fertig mit Watts. Ich finde, an dem Punkt können wir auch einfach mal Watts abschließen, weil ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Teilweise nicht so gut gemacht, nicht aber auch. Teilweise aber auch gut gemacht. Ja, wir haben alles gegeben. Ich finde auch. Ey, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und bis ganz, ganz bald. Danke, tschüss, Chat. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye, danke. Tschüss. Danke alles.